Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in einen Adventskalender. Den findet man irgendwie nur auf Amazon. Und zwar ist es der V7 oder W7 Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender kostet 29,95 Euro. Wie gesagt, man findet ihn bei Amazon. Link dazu ist in der Infobox. Schau gerne dort mal rein. Und ja, nicht nur ich habe mir den bestellt, sondern auch die liebe Nicole von Chiquitas Place für eine zweite Meinung. Schaut gerne bei ihr vorbei. V7 ist eine Marke. Als ich angefangen habe mit YouTube, war die voll im Hype, weil die sich getraut hat, das ein oder andere Produkt vielleicht mal so ein bisschen nachzuahmen und für den kleineren Geldbeutel etwas erschwinglicher zu machen. Und irgendwann ist sie genau deswegen auch ein bisschen in Verruf geraten. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt in diesem Adventskalender erwartet und ob er sich lohnt. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Boxen-Adventskalender. Preislich reiht er sich ja so ein bisschen ein zu Essence oder vielleicht auch ein ganz kleines bisschen Manhattan, das muss man mal gucken, oder Maybelline, ne? Wobei die sind alle etwas teurer. Aber wir schauen jetzt mal rein, was hier in den Kläppchen drin ist. Es ist sehr, sehr poppig aufgebaut. Oh nein, ich lege ihn vor mich hin. Der ist so wabbelig, Leute. Das macht gar keinen Sinn. Ich baue die Produkte hinten auf Erwin und seinem kleinen Helferlein auf, ne? Wir starten am 1. Dezember und hier ist was ganz Interessantes drin. Und zwar Peachy Clean, ein Make-up Remover and Cleansing Balm. 10 Gramm haben wir hier drin. Ich weiß nicht, ob ich euch hierzu auch die Preise recherchiert bekomme, ne? Wie gesagt, das ist eine Marke, die kriegt man eigentlich mittlerweile nur noch so bei Amazon. Und da sind die Preisdarstellungen immer etwas schwierig. Ich mag das. Also ich finde es richtig toll, dass wir hier ein Cleansing Balm drin haben, denn verwende ich jeden Tag halt, ne? Lang und schmal erwartet uns der 2. Dezember. Und da haben wir in der Farbe Candy Apple die Allrounder Color Pencil. Also das kannst du dann für die Lippen verwenden, steht hier so drauf. Das wird auch eine Originalgröße mit 1,2 Gramm sein und schaut so aus. Also ein ganz klassischer, leicht dunkelroter Lip Liner, der jetzt perfekt auch zu meinem Lippenstift passen würde. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und guck mal, da sind Herzchen drauf. Das ist schon süß, ne? Cheeky Dip, ein Liquid Blusher. Ach, was Interessantes. Also wirklich, 1,5 ml sind hier drin. Und ja, also Adventskalender, Menschen machen das jetzt in letzter Zeit relativ häufig, dass die uns halt auch so flüssige Produkte mit reinpacken. Nicht nur, weil die beliebt sind aktuell, sondern wahrscheinlich auch, weil die einfacher zu transportieren sind, ne? Genau. Farbtechnisch scheint das so ein Altrosa zu sein. Den können wir ja mal swatchen. Oh, naja. Nee, das ist ein Schweinchenrosa. Wenn nicht sogar pink, also das ist ja wohl mal krass. Da muss man dann einfach gucken, inwiefern man das auch auf der jeweiligen Hautfarbe von dem Menschen, der den Adventskalender auspackt, sieht. Bei mir könnte man es sehen, ne? Aber ich glaube, wenn man ein bisschen dunkler als transparent unterwegs ist, wird schwierig. Wobei der gar nicht mal so schlecht von der Farbabgabe ist. Besser auf jeden Fall als der von Douglas, muss ich sagen. Aber farbgebundene Produkte ist immer ein bisschen mutig. Nichtsdestotrotz beschwere ich mich, wenn sie nicht drin sind. Also von daher finde ich es gut. Hier haben wir jetzt die Nummer 4. Machen jetzt in jedes zweite Kläppchen einen Lipliner rein. In der Farbe Sultry haben wir einen dunkelpinken Lipliner. Ja, okay. Auch zum Anspitzen wahrscheinlich. Ja, genau. Wow. Krasse Farbe. Zum 5. Dezember erwartet uns etwas Kleineres. Prime Grip Primer. Ach schön, das finde ich nice, muss ich sagen. 8 Gramm sind hier drin und so schaut er einmal aus. Das wird ein Primer sein, der einfach macht, dass die Foundation besser hält und dementsprechend dann auch vielleicht etwas langanhaltender sein wird. Finde ich gut. Primer gehört immer sehr gerne in einen Adventskalender mit rein. Und 8 Gramm finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ne? Also ich glaube, da brauchst du auch nicht so viel von. Hier habe ich jetzt die 6. Das ist, Sammy ist wach geworden. Das ist Nikolaus. Darf gerne was Besonderes sein, aber ich glaube, W7 ist jetzt nicht unbedingt eine Marke, die auch Nikolaus am 6. Dezember feiert. Hier habe ich Playful Pout. Was bist du? Lipstick, wait for it. Hä? 1,5 Gramm auch hier drin enthalten. So schaut er aus. Nee, Sammy, hier ist kein Platz, glaube ich. Er sucht sich hier gerade einen Platz. Maus jetzt alles voll mit Adventskalendern. Wie willst du das denn hinkriegen? Oh, nee. Oh, schöne Farbe. Doch, doch, der passt ganz gut zu dem zweiten Lip Liner, den wir jetzt drin hatten. Finde ich auf jeden Fall sehr tragbar. Vielleicht ein bisschen dunkel für mich, aber schön. Weiter geht die wilde Reise am 7. Dezember. Das ist schon witzig. Hier haben wir auch einen Blush drin. Wir hatten ja eben schon einen Blush, ne? Das ist Strawberry Streak, Leute. 2,5 Gramm sind hier drin enthalten. Also das Verpackungsdesign sieht schon sehr, sehr billomäßig aus, ne? Kann man nicht anders sagen.
Ich habe einfach eine Straße abgebildet und eine riesige Erdbeere mit da drauf. Okay, cool. Es ist eine schöne Farbe, aber auch wirklich wieder sehr, sehr hell. Auch das kann ich euch gerne mal swatchen, dass wir uns das mal angucken. Wird, ja, ist halt eher so, das ist überhaupt nicht Erdbeere, das ist eher Aprikot, würde ich sagen. Wird auch hier wahrscheinlich nicht wirklich jedem passen. Also guckt euch das an. Das ist sehr, sehr hell, ne? Sammy hat hinter mir seinen Platz gefunden, dafür kann ich jetzt mich nicht mehr wirklich bewegen hier. Okay, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Das ist Sammys Geburtstag übrigens, der 8. Dezember, deswegen darf die 8 machen, dass es kracht. Und da haben wir auch wieder ein Base-Produkt drin. Oh, The Bronzer, sehr schön. Auch hier 2,5 Gramm drin enthalten. Und das sieht schon mal, also das sieht schön aus vom Verpackungsdesign, das muss ich wirklich sagen. Und das ist ein richtig schöner Ton. Richtig schön. Wenn der jetzt auch noch performt, achso, der... Hatte der Blush hier Schimmer? Ein ganz kleines bisschen, okay. Den swatchen wir jetzt auch mal, ne? Weil dafür kommen wir jetzt hier zusammen. Ich glaube, V7 ist jetzt nicht so die Marke, wo jeder sich drunter vorstellen kann, wieso die Qualität ist. Ja, diese siehst du jetzt erstmal nicht so viel. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt mehr drauf. Nochmal? Oh, du bist aber sehr schwach auf der Brust, ne? Ja gut, hier sieht man den dann jetzt so ein bisschen... Mal gucken, wie er dann im Gesicht wirkt. Das wird alles ausprobiert. Ich habe ja auch vor, so Full-Face-Adventskalender-Videos zu schminken. Ne? Dann kommt da auf jeden Fall mal ein Einsatz. Oh, in der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas sehr Großes, aber Leichtes freuen. Oh. Ja gut, wir haben einen 30-Euro-Adventskalender. Alles ist gut. Das ist so ein Haartool. Ne? Und das ist wirklich super billig. Also es fühlt sich jetzt auch wirklich gar nicht irgendwie hochwertig an. Da fühlt sich, ich glaube, alles, was man so bei Teddy oder Action in dem Segment kauft, hochwertiger an. Ist aber Make-up-related, weil du ja in dem Sinne deine Haare damit aus dem Gesicht nehmen kannst oder so, ne? Okay, mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Da haben wir auf jeden Fall hier unseren schönen Dannebaum drauf abgebildet. Auch das Make-up-related, ne? Ich glaube, manche mögen diese Spiegel. Ich bin da jetzt nicht ganz so Fan von. Und da haben wir auf jeden Fall so einen Taschenspiegel drin. Ja, da siehst du auch gut was, ne? Hier habe ich einen Krümel. Na, wie kommt der denn dahin? Aber jetzt hatten wir Tool hinter Tool. Das finde ich nicht so cool. Der 11. Dezember ist die erste Schnapszahl. Ein Klassiker. Draw the Line Black Eyeliner Pencil. Ja, einfach ein schwarzer Eyeliner ist hier mit drin. Ne? So ein Kajal, der halt auch wieder anspitzbar ist. So ein Holzstift. Kann man auf jeden Fall machen. Kann man gut gebrauchen. Dann schauen wir uns mal die Halbzeit an. Die Nummer 12. Ich habe schon befürchtet, dass wir hier sehr wahrscheinlich keine Lidschattenpalette drin finden. Und dieses Produkt bestätigt mir das, glaube ich. Ein Baked Eyeshadow Yummy Eyes habe ich hier drin enthalten mit 1 Gramm. Das ist einfach so eine klassische Champagnerfarbe, die man sich komplett aufs bewegliche Lid so geben kann oder in den Innenwinkel. Oder man kann es zweckentfremden als Highlighter, wenn man möchte. Ich schaue mir so die erste Hälfte vom Adventskalender an und ich würde schon sagen, dass es ein guter Mix ist. Ne? Wir haben Base-Produkte, wir haben Lippenprodukte, Augenprodukte, ein bisschen Pflege und Tools mit dabei. Aber bei dem Preis beschwere ich mich nicht darüber, bin ich ganz ehrlich. Ne? Ja, können wir gerne weitermachen, so auf diese Art und Weise. Der 13. Dezember. Okay, es ist in irgendeiner Art und Weise dann aufeinander abgestimmt, denn hier haben wir noch einen Lidschatten. Yummy Matz habe ich jetzt hier drin in der Farbe Whisper. Das ist 1 Gramm und auch hier ne, ein Mono-Lidschatten. Und den kannst du wirklich schön zusammen mit dem anderen, den wir gerade drin hatten, kombinieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Der ist auch so ein bisschen kühler, aschiger, vielleicht sogar zweckentfremden als Kontur. Ein relativ großer 14. Dezember ist jetzt hier vor mir. Und gut, das Kläppchen ist nicht ganz ausgefüllt. Thick Drip Lip Gloss. Aha, in der Farbe Foolish haben wir 3,5 ml drin. Das sieht nicht nach 3,5 ml aus, aber gut, ja, ist eine schöne Farbe. So ein bisschen erdbeerig mit Sparkles drin. Das mag ich gerne leiden. Das ist schön. Könnte man sogar fast kombinieren mit dem Lippenstift, ne? Wenn man dann noch so ein bisschen in der Mitte sich was auftupft, um dann noch so ein kleines Highlight zu setzen. Das ist schön. Ja, weiter geht die wilde Reise am 15. Dezember. Wir haben einen zweiten Lippenstift drin, den Playful Pout. Auch wieder mit 1,5 Gramm hier drin. Und das dürfte jetzt aber so ein Rotton sein, der dann halt quasi zu unserem ersten Lip Liner passen würde. Sodass man da dann halt auch irgendwie so ein bisschen quasi ein Set hat, mehr oder weniger. Nee, Nude. Ach. Passt aber nicht mit dem Lip Liner zusammen. Den trägst du dann halt so alleine. Aber das ist auch gut. Ist eine schöne Alltagsfarbe. Sehr interessant, ne? Von außen lässt sich nicht vermuten, welche Farbe hier drin ist. Schauen wir mal, was der 16. Dezember uns zu bieten hat. Jetzt hauen sie aber ein Lippenprodukt nach dem nächsten raus. Nochmal ein Thick Drip Lip Gloss in der Farbe Spotlight mit 3,5
Milliliter oder Gramm? Millilitern. Und der schaut einmal so aus. Der ist auch ein bisschen nudiger, vielleicht ein bisschen ins Pfirsichfarbene, mit goldenen Sparkles drin. Das ist auch ganz hübsch, ne? Schön festlich auch. Sehr lippenlastig, das Schätzelein hier. Das muss ich wirklich sagen. Also, ja, mal gucken. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Jetzt übertreiben sie aber, du. Too Close haben wir hier auch nochmal einen Thick Drip Lip Gloss mit 3,5 Millilitern. Das ist halt auch so ein schöner Rosé-Ton, ne? Genau, so schaut der einmal aus. Was machen die denn jetzt hier? Leute, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier ist der 18. Dezember. Der hält für uns, wo wir ja schon mal bei den Lippen sind, ne, ein Strawberry Sweet Lips Sugar Scrub bereit mit 5 Gramm. Wundert euch nicht über die Füllmenge, damit kommst du Ewigkeiten aus. Du brauchst davon wirklich nicht viel. Und ja, das hört sich aber auf jeden Fall gut an. Ich mag Zuckerpeelings für die Lippen und Erdbeer ist halt auch wirklich immer ein schöner Duft oder Geschmack. Man soll es aber nicht essen. Zum 19. Dezember bekommen wir wieder was Leichtes im Adventskalender. Oh, das ist gar nicht eingepackt. Lash Outie? Kann das sein? Oder Lash Out? Ausrufezeichen. Eine Mascara mit 3,5 Millilitern haben wir hier drin. So schaut sie aus. Also quasi die Umverpackung. Das sieht nicht sonderlich hochwertig aus, aber so ist das Leben eben. Es wird Regen geben. Oh. Riecht nach Mascara. Da ist jetzt erstmal super viel Produkt mit abgekommen. Das kann man abstreifen. Das ist ein wirklich relativ kleines Faserbürstchen, ne? Ja, mal gucken, was die so machen kann. Aber es nähert sich dem Ganzen hier auch richtig, nicht nur Richtung Heiligabend, der 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er Bereich, sondern auch in Richtung eines Full-Face-Make-ups. Ja, ja, ihr habt noch ein paar mehr von den Playful Pouts. Hm, ich glaube, das ist kein Grün, das ist die Farbe Soft Core. Okay, ja, Playful Pout. Auch hier 1,5 Gramm drin enthalten. Ich glaube nicht, dass es grün ist, deswegen gucken wir direkt mal rein. Das ist ein etwas dunklerer Nude-Ton, der auch ein bisschen wärmer unterwegs ist. Was wird es wohl am 21. Dezember hier geben? Oh, Golden Glow Drops. Oh, das sind Bronzing Drops. Ein flüssiger Bronzer quasi. 8 Gramm sind hier drin enthalten. Scheint keine Farbbezeichnung zu haben. Okay, ist ja auch voll so ein Ding aktuell, ne? Also jeder und seine Mutter bringen Glow oder ja, Golden Glow Bronzing Drops auf den Markt. Das ist wirklich so. Mein Vibe ist es jetzt nicht so unbedingt. Ja, dann sollten sie jetzt aber auch mal ein Highlighter hier mit reinpacken, weil wenn wir ja schon Blushes und Bronzer haben, ne? Puder wäre ja auch ganz nice. Man darf ja noch träumen, aber ich glaube, in der 22 befindet sich was ganz anderes, weil der ist sehr lang. Da ist ein Lip Liner drin, natürlich, der fehlte uns ja auch noch. Und zwar in der Farbe Moody ist das ein ganz, 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 ganz hell rosaner. Könnte ich theoretisch aufgrund meiner, ne, meines Tons wirklich mit jeder anderen Lippenstiftfarbe kombinieren. Der ist bei mir nämlich fast wie so ein transparenter Lip Liner, weil das fast genau meiner Lippenfarbe entspricht. Ich habe ja auch so einen sehr kühlen, fast schon ja, neutral kühlen Unterton von der Haut her. Da passt der wirklich klasse. Ja, 2 Kläppchen haben wir noch, ne? Eine Woche vor Heiligabend haben wir hier den 23. Dezember. Ach, guck mal. Clear Lip Gloss Brilliant. Ja, genau. Das sind 3,5 Milliliter, die hier drin enthalten sind. Also einfach ein ganz normaler, durchsichtiger Lipgloss. Den kannst du doch immer gut gebrauchen, ne? Ja, sowas verwende ich auch wirklich häufig. Und was brauchen wir noch für ein Full Face? Theoretisch bräuchten wir noch ein Puder. Wir bräuchten noch einen Eyeliner. Ja, weiß ich nicht, aber wir gucken mal, was an Heiligabend am 24. Dezember drin ist. Es fühlt sich relativ schwer an. Ach, guck, das ist aber auch toll. Nee, ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Setting Spray, aber das ist das, wie heißt du? Way of Life Be Blessed Hair and Body Mist und zwar mit 20 Millilitern. Müssen wir gleich mal riechen, wie das sich so, ne, dufttechnisch darstellt. Wie es riecht, Claudi, wie es riecht, müssen wir einfach nur riechen. Ja, es riecht nach einem kleinen Ritual, um es mal so zu sagen. Riecht super angenehm, cremig. Das mag ich schon gerne leiden. Ja doch, das haben sie gut hier reingepackt, eine schöne 24. Und ich finde auch generell, für 29,95 bekommt man hier echt einen schönen Adventskalender. Wenn man jetzt nicht unbedingt mega Wert auf die Marke, sage ich mal, legt, ne, ist das ein schöner Adventskalender. Du hast hier Blush, du hast hier einen Bronzer. Da muss man halt einfach gucken, das ist jetzt nicht unbedingt für jemanden gemacht, der, ja, keine Ahnung, Medium Skin Tone ist. Da hat man, glaube ich, ein bisschen Probleme, ne. Du hast hier sehr viele Lippenprodukte. Trotzdem aber schöne Farben, finde ich, ne. Also, es ist eigentlich schön gestaltet.
kommt mir jetzt nicht so ganz hundertprozentig durchdacht vor. Also mir persönlich hätte es gereicht, wenn wir so 3 Lippenprodukte drin gehabt hätten und dafür dann noch irgendwie vielleicht einen Eyeliner, wobei wir den Kajal haben, oder ein Puder, habe ich ja auch schon gesagt. Ein Highlighter wäre auch ganz nice gewesen. Aber im Großen und Ganzen, damit machst du nichts verkehrt. Der ist eigentlich echt gut, ne? Ein solides Produkt, der ja preislich im ähnlichen Segment liegt wie Essence und dafür aber auch relativ wenig Füllprodukte mit dabei hat. Wobei die Frage immer ist, möchte ich lieber ein Füllprodukt oder möchte ich lieber noch ein Lippenprodukt? Die Frage stelle ich mal an euch. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und auch gerne generell eure Meinung. Wie fandet ihr den Adventskalender? Wenn ihr Bock auf den Adventskalender habt, ist ein Link dazu in der Infobox. Und ja, dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.